So, für das Loch, vielleicht da die Geräte, ich glaube eher nicht. Das passt hier nicht. Hier fehlt offenbar etwas Bestimmtes. Eine Art Schlüssel? Hab ich mir schon fast gedacht. Und wir haben natürlich nichts Bestimmtes dabei. Eine Schildkröten haben wir, aber die können wir da nicht reinballern. Ich hoffe, ich hab wobei. Huch. Ich würde den Unter... Nochmal. Ich hoffe, ich hab jetzt kein Ritual zerstört oder ähnliches. Wobei, was änderte es, wenn mich ein jahrhundertealter Fluch träfe? Ich würde den Unterschied wahrscheinlich nicht einmal merken. Nee, weil du so lethargisch bist und immer mal am Rumheulen. So, wir haben die zwei Schildkröten zusammengesetzt, wie es aussieht. Und hier haben wir einen Busch, da kommen wir noch nicht durch. Sonst haben wir hier nicht sehr viel, ne? Wappen, Statue, Statue, Zunge, Busch und das Tor. Da hinten scheint es eine Art Weg zu geben. Ich muss hier irgendwie durchkommen. Die Frage ist nur wie. Hallo? Okay, da antwortet niemand. Wir gehen erstmal wieder zurück. Eine dritte Karte haben wir noch, aber langsam gehen uns die Möglichkeiten aus. Ich frage mich... Kriegen wir irgendwo eine Art Spachtel her, vielleicht? Ich mag auch das Klavier furchtbar gerne. Und ich komme mir immer noch so vor, als würde ich ein Märchen spielen, was ja in gewisser Weise auch so ist. Eine Schüssel. Ich habe zuerst Schlüssel gelesen, dachte, nee, das wäre zu einfach. Totems. Das scheint eine Art Behälter für Opfergaben zu sein. Ich frage mich, wer hier angebetet wurde und von wem. Ich habe es mir zur Regel gemacht, keine fremden Kultstätten zu schänden. Es reicht schon, wenn mich mein eigener Gott hasst. Ach na ja, eben gerade hast du noch erzählt, das macht überhaupt keinen Unterschied und jetzt auf einmal flänzt du rum, verstehe ich nicht. Ich habe es mir zur Regel, es reicht schon, wenn... So, wir haben eine Schüssel und wir haben ein Totem. Das hier scheint ein Fried, wohl eher eine Opferstelle. Okay, das heißt, wir müssen irgendwas in die Schüssel reinlegen. Wahrscheinlich, wir wissen aber eh noch nicht was. Wahrscheinlich eine dicke Raupe. Ach so, hier kommen wir nur noch da hinten. Huch, hallo? Das sieht ja... Entschuldigung, war ich nicht. Eine Furzhöhle. Das ist ja... beruhigend. Ich komme mir vor wie auf dem Clubtreffen der Weight Watchers gerade. Alter, hört mal auf. Okay, hier haben wir einen Pilz. Ach, die Natur bringt die wunderlichsten Arten hervor. Und manchmal habe ich den Eindruck, sie tut das nur, um mich zu ärgern. Ja, ja, um dich zu ärgern. Natürlich, Hedwig, weil die Welt dreht sich ja nur um dich. Das ärgert nicht die anderen, es geht immer nur um dich. Ja, Typ, ey. Würde ich auch, ganz ehrlich. Nein, danke. Diese Pilze riechen nicht wie irgendetwas, das man essen sollte. Aber vielleicht wie etwas, das schon mal gegessen wurde. Ich bin nicht hier, um Pilze zu sammeln. Und diese dort schon gar nicht. Ich bin nicht hier, um Pilze zu sammeln. Ich bin hier, um die Welt zu retten. So, Spinnennetz. Okay. Das war gerade der Augenblick, in dem meine Verdrängungsmechanismen eingesetzt haben. Ich werde im Folgenden nicht mehr darüber reflektieren, dass noch niemals irgendwo ein Spinnennetz einfach so entstanden ist, ohne eine entsprechende Spinne. Ja, gut, das kann jetzt aber auch nur Deko sein. Frische Spinnweben zu essen soll gesund sein. Aber ich glaube, das gilt nur, solange die Spinne kleiner ist als du. Häng dich doch mal rein. Ja, natürlich würde ich das Netz auch mit bloßen Händen zerreißen. Aber ich habe da diesen Splitter im Finger. Und das Netz sieht wirklich stark aus. Und es hat vor allem nichts mit meiner Spinnenphobie zu tun. Na gut, ich glaube dir das mal einfach unbesehen. Durchschneiden können wir uns dann nicht, wahrscheinlich auch nicht mit der Geräte, aber mit den Krallen. Ich kann mich irren, aber eigentlich glaube ich nicht, dass die Spinne das hier als Opfergabe akzeptieren würde. Opfergabe? Ach so, warte mal. Nein, das wäre ja gemein. Tja, Spot, der Weg ist versperrt. Was soll's? Wahrscheinlich müssen wir hier sowieso nicht durch. Was? Ich bin nicht feige. Ich blicke nur etwas tiefer in die Bedenkenkiste als andere. So, vielleicht mit der Bärenkralle wäre es doch möglich, dass wir das zerreißen können? Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Schade, aber immerhin wurde die Option nochmal als valide... Ja, ich muss hier mal raus, hier stinkt's. Wo ist denn hier? Da ist Frischluft. Tja, geholfen hat das jetzt nicht viel. Da ist noch ein Totem, wahrscheinlich das gleiche. Das hier scheint eine Art ein Friedhof, wohl eher eine Opferstelle. Okay, können wir damit irgendwas machen? Ich habe es mir zu... Es ja, reicht... Ja. Können wir da vielleicht nur mal so aus Jux und Dallerei... Also wenn ich selbst nicht kräftig genug bin, dann ist es Spot ja wohl erst recht nicht. Da müsste er schon ordentlich zunehmen.
Das ist ja kein Problem. Wir können doch hier mal ganz kurz... So, vielleicht? Das könnte klappen. Oh oh. Komm mal her, Spot. Oh oh. Und hepp. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, keine Kultstätten zu schänden. Aha. Ist ja weit her mit seinem Vornehmen. Eine Schüssel haben wir jetzt. Das scheint eine Art Behälter für Opfergaben zu sein. Kann man die damit kombinieren? Das sieht irgendwie so ähnlich aus. Opas Schildkrötensuppe ist grauenvoll. Ich hab's ihm gesagt. Er meinte, ich esse auch viel zu langsam. Aber ich finde nun mal, solange die Suppe versucht wegzulaufen, ist sie einfach noch nicht fertig. Oh, okay. Also wir können die Schildkröten nicht in die Schüssel tun. Naja, hätte mich auch schwer gewundert. Okay, wir haben jetzt eine Schüssel. Die Schüssel können wir vielleicht fürs Harz benutzen. Allerdings weiß ich dann immer noch nicht, wozu das gut ist. Hier, Harz. Kratze, kratze, kratze. Und schon ist da hinten der Hotspot weg. Okay, jetzt haben wir auch noch Harz. Das ist natürlich super. Eine Schüssel mit Harz sogar. Schildkröten rein. So, ich habe das Harz auf die Schildkröten geschmiert. Igitt, jetzt sind sie ganz klebrig. Ernsthaft. Klebrige Schildkröten? Warum? Ich bin ein kleiner deprimierter Clown im Wald. Habe gerade eine Schüssel von einer Kultstätte, von einer rituellen Opferstätte, habe ich gerade entwendet und weiß, dass der Fluch der Götter auf mir lastet. Gehe in den dunklen Wald und schmiere Harz auf ein paar Schildkröten, die ich in der Hose habe. Ich glaube, der Junge hat mehr Probleme, als man annehmen sollte. Was machen wir jetzt mit den klebrigen Schildkröten? Können wir die vielleicht... Ich meine, die sind klebrig, das heißt, wir müssen irgendwas an die Schildkröten dran kleben oder die Schildkröten irgendwo dran kleben. Vielleicht hier ans Loch? Aber da fehlt... Das passt hier nicht. Hier fehlt offenbar etwas Bestimmtes. Eine Art Schlüssel? Ja, dachte ich mir schon. Vielleicht mit der Schatulle? Nicht nötig. Meine Situation ist auch so schon verschachtelt genug. Grete? Ah, ich bin überfordert. Ja, ich auch gerade leider ein bisschen. Das merkt man bestimmt. Ich bin vor allen Dingen gerade verwirrt. So, Loch, da hinten ist der Busch. Da haben wir nichts zum Wegschneiden bisher. Vielleicht gehen wir nochmal zu Bobby gerade und guck mal, ob der was Neues zu erzählen hat. Und das könnten wir eigentlich auch bei Opa und Brüderchen machen. Hallo Bobby. Sedgwick, psst. Hast du das auch eben gesehen? Was? Ich glaube, es sind die Askil. Sie haben mich gefunden. Ach, so ein Unsinn. Du bist wirklich der größte Feigling, der mir je untergekommen ist. Aber sie sind hier. Ich bin mir ganz sicher, ich muss fort, so schnell wie möglich. Wenn die Askil den Flüsterstein in die Hände bekommen, ist alles verloren. Warte noch. Ach, guck mal hier. Ich habe in den Ruinen etwas entdeckt, eine Art Mechanismus. Einen Mechanismus? Den muss ich übersehen haben. Da war auch eine Fassung für einen Stein. Eine Fassung, sagst du? War ein königliches Wappen daneben? Ja, woher weißt du das? Donnerlittchen, Sedgwick, das muss die geheime Passage zu Shanas Hütte sein. Nun, leider ist sie versperrt. Mag sein, aber wir haben den Schlüssel. Solche Wappenschlösser gab es früher im ganzen Königreich. Ich bin mir sicher, dass der Flüsterstein dort passt. Der Flüsterstein? Na dann, worauf warten wir noch? Okay, das heißt... Nein, warte! Jetzt hätte ich vor lauter Aufregung doch beinahe die Askil vergessen. Sie dürfen mich auf keinen Fall finden. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch, ich bleib lieber hier. Dann gib mir wenigstens den Stein. Ich könnte hier allein mit Shana reden. Was? Unmöglich. Ich kann dir doch den Flüsterstein nicht geben. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Was, wenn du einen Fehler machst? Wir machen doch nie Fehler. Und außerdem ist das besser, als einfach nur hier am See sich zu verstecken. Und müsste der nicht in Bewegung bleiben, wenn die Askel hinter ihm her sind? Verstehe ich nicht. Dann komm halt mit. Nein, ich hab's dir doch schon gesagt. Die Askil sind in der Nähe. Eigentlich sollte ich gar nicht mehr hier sein.
Wenn du mir den Flüsterstein nicht gibst, finden wir Shana nie. Du kannst den Flüsterstein nicht bekommen. Der Stein wurde mir persönlich anvertraut. Ich habe versprochen, ihn nicht weiterzugeben. Aber du hast mir auch versprochen, dass wir zu Shana gehen. Das stimmt zwar, aber... Dann gib mir den Stein. Wir sind doch quasi ein Team. Oder habe ich dir etwa nicht geholfen? Naja, schon. Außerdem habe ich diese Vision. Ich bin mir sicher, dass sie etwas zu bedeuten haben. Das kann doch alles kein Zufall sein. Komm schon, gib mir den Stein und ich finde Shana. So schnell werden dich die Askel hier sicher nicht finden. Ah, das ist ein Fehler. Aber nun gut, ich werde dir den Flüsterstein anvertrauen. Danke, du wirst es nicht bereuen. Bitte beeil dich, Sedgwick, und hüte den Stein wie deinen Augapfel. Wenn ihm etwas passiert, sind wir alle geliefert. Hüte diesen Stein wie deinen Augapfel? Wir haben den Flüsterstein, das ist schon mal ganz gut, aber bevor wir jetzt da hingehen, wollte ich einfach noch mal ganz kurz beim Zirkus gucken, was die beiden, ob die vielleicht noch was Neues zu erzählen haben. Nur mal so, weil wir schon mal in der Nähe sind. Hallo, Ben. Der ewig eklige Ben. Hallo, Ben. Worum geht's denn diesmal? Ja, du hast es auch schon schwer im Leben. Weißt du etwas über eine gewisse Shana? Shana? Nie gehört. Wer soll das sein? Nicht so wichtig. Wie alles, was dich beschäftigt. Ja. Uns beschäftigen zum Glück keine wichtigen Dinge. Wichtige Dinge sind eigentlich nur Jonglieren den ganzen Tag. Ich verstehe schon, Ben. Da sitzt ein Fremder am Ufer. Hatte er Kinder dabei? Nein. Keine Kinder. Wirkte er einfältig und leicht zu beeindrucken? Ein wenig einfältig vielleicht. Sah er reich aus? Eher nicht. Dann interessiert er uns nicht. Aber ich habe ihm von meinen Träumen erzählt und... Sedgwick. Wie oft muss ich es dir noch sagen? Wir sind ein Wanderzirkus. Wir verkaufen Träume an Kinder und an reiche Spinner. Aber... Und warum nicht an alle anderen? Weil es sich nicht lohnt. Genau, weil es sich nicht lohnt. Bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Ja, ganz ehrlich, in der Umgebung, ich glaube, da würde ich... Ach, da hätte ich auch keine Lust drauf. Der Sedgwick sieht ein bisschen aus, der hat eine Körperhaltung wie so ein Schimpanse, ne? Der hat so ganz lange Arme. Die Gesichtsfarbe ist blau, das ist auch nicht ganz so gesund, aber so diese Arme und so sieht ein bisschen... Und die Beine sind so kurz, na gut. Weiß der Opa vielleicht noch irgendwas? Vor allem über Shana und so, da ist ja viel rumgekommen. Hallo, Opa. Ach, hallo, Ben. Drückt dir der Hut immer noch? Ja, der Hut ist schrecklich. Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Ha, das will ich meinen. Frag mich ruhig so viel, wie du nur tragen kannst. Okay, ach, guck mal, da können wir noch ein bisschen... Alter Schwede. Ach so, okay, da haben wir ein bisschen Input. Was weißt du über die Chaski? Oh, die Chaski. Als ich noch ein Bengel war wie du, da wollte ich auch unbedingt ein Chaski werden. Ich will kein Chaski werden. Die Chaski sind Boten des Königs. Mutige Abenteurer, die sich durch ihr Geschick und ihren Mut auszeichnen. Ihre herausragendste Eigenschaft ist, dass sie immer eine positive Einstellung bewahren. Ganz egal, wie aussichtslos ihre Lage auch sein mag. Sie sind also das genaue Gegenteil von dir, Sedgwick. Danke, Ben. Sehr hilfreich. Ich denke, das hat auch so jeder mitbekommen. Ja, aber ich dachte, ich sage es einfach nochmal laut. Lass dich nicht ärgern. Du wirst sicher ein guter Chaski. Ich will gar kein Chaski sein. Und Ben hat recht. Ich wäre auch kaum qualifiziert für den Job. Sei nicht so hart zu dir. Jeder kann sich ändern. Ich will mich nicht ändern, okay? Du solltest es versuchen. Es kann nur besser werden. Ach ja, wenn sich den ganzen Tag jemand an der eigenen Persönlichkeit beschwert, den ganzen Tag man immer nur Kritik zu hören bekommt und immer nur Beschwerden und immer nur Tralala, ja, kann ich schon verstehen, dass man da seine Schutzschilde ein bisschen hochfährt. Aber ich glaube, das darf man einfach nicht so an sich rankommen lassen, denn meistens ist es ja so, dass Leute, die das machen, die sich immer permanent über einen beschweren, dass die eigene Sorgen haben und die damit versuchen zu übertönen. Na gut, wir fragen mal weiter. Was weißt du über Corona? Ah, Corona. Die königliche Residenz, das Zentrum der Welt. Ich war schon sehr lange nicht mehr da. Es ist ein wundervoller Ort, wie aus einem Märchen. Da
Das Schloss steht majestätisch auf einem Hügel. Die orangenen Dächer funkeln im güldenen Licht. Der Hügel wird umringt von kleinen Dörfern und saftigen grünen Wiesen. Im Himmel jagen sich die Feuerdrachen und Schafe hüpfen im Schatten der Bäume. Die Wolken sind rosa und alle Menschen lächeln. Die Kinder, die am Wegesrand spielen, die schöne Bäuerin, die die Enten zum Fluss treibt und selbst dein Kutscher, der dir zuruft. Von dem Tabak aus der Kiste dort sollten sie aber nicht so viel rauchen. Ach, ja, das waren Zeiten. Ich frage mich, wie es heute da aussieht. Man erzählt sich, das Ende stehe kurz bevor. Ja, und der Opa hat sein Leben natürlich schon gelebt. Für den wäre das Ende, naja, zwar schade, aber nicht ganz so schlimm wie für einen Jungspund, der sein ganzes Leben noch vor sich hat, das dann einfach bei einem Ende womöglich einfach ausgelöscht wird. Viel zu früh. So, und jetzt ist die Frage, wieso ist der Opa da überhaupt weg? Aus diesem königlichen Domizil, aus diesem Königreich, aus diesem Hauptstadt, aus diesem Stadt im Herzen oder was auch immer. Warum ist der Opa da überhaupt weg? Und da gibt es ja auch Kinder, ganz viele, wie es aussieht. Und da könnte vielleicht auch der Wanderzirkus noch den ein oder anderen Schilling machen oder wie immer die Währung hier ist. Ist die Frage, warum fährt man dann durch den Herbstwald? Warum nicht dorthin fahren? Was weißt du über die Askil? Ich kenne nur Gerüchte über die Askil. Fest steht, dass es sich um eine boshafte Horde aus abscheulichen Monstern handelt. Sie wohnen im Untergrund, in Höhlen und in tiefen Schluchten. Sie hassen das Sonnenlicht. Ihr Anführer heißt Luko. Er ist ein kaltblütiger Feldherr. Man erzählt sich, dass er dem König den Krieg erklärt hat. Aber das kann auch nur Geschwätz sein. Das ist alles nur Geschwätz. Mach dem Kleinen doch keine Angst. Die Askil sind nichts weiter als ein Schauermärchen. Na und? Meine ganze Ehe war ein Schauermärchen und daraus ist immerhin euer Vater hervorgegangen. Wenn ich es recht bedenke, eure Großmutter könnte auch ein Askil gewesen sein. Kaltherzig genug war sie. Und der Name Gilsa ist sogar ein Anagramm. Wenn man die Buchstaben anders sortiert, dann heißt es Askil. Aber Opa, Oma hieß doch gar nicht Gilsa. Sie hieß Ilsa. Und warum habe ich mir dann Gilsa auf den Hintern tätowieren lassen? Ich nehme an, du hattest zu viel getrunken. Ach, stimmt. Nüchtern wäre ich bestimmt nie auf die Idee gekommen, im Tätowierladen zu heiraten. Ich feier den Opa so. Ich feier den Opa. Ach man, ich hoffe, den sehen wir doch mal irgendwann wieder. Synchronsprecher, super Rolle, super Texte, super. Ich liebe diesen Opa. Ach schön. Sagt dir der Name Shana etwas? Shana. Shana. Vor langer Zeit wurde mir die Legende von einem Orakel erzählt, dass ihr irgendwo im Herbstwald leben soll. Und ich glaube, ihr Name war tatsächlich... Sag mal, gehst du etwa? Entschuldigung, red weiter. Du wirkst etwas desinteressiert. Ja, na gut. Mal sehen. Orakel, Herbstwald. Ach ja, und ihr Name war Shana. Und das war schon die ganze Geschichte. Im Groben. Hat es dir weitergeholfen? Geht so. Ja, also auf jeden Fall, das hat uns jetzt ganz weit nach vorne gebracht. Weißt du was? Ich schlage es einfach selber nach. Ja, sicher ist sicher. Ich wirke zwar noch immer sehr klar im Kopf. Das kennen wir ja schon. Tschüss. Bis später. Kopf hoch, Ben. So, ich glaube, ich mache jetzt auch mal die allererste Aufnahmepause. Ja, jetzt guck nicht so traurig. Ich muss, weil ich will das ja noch schneiden, damit gleich morgen die erste Folge davon rauskommt. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Aufnahme. Und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht und ob wir Shana zu sehen bekommen. So, bis zur nächsten Aufnahme. Danke fürs Zuschauen und tschüss.